Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Final Fantasy 7. Wir befinden uns nun auf der 66. Ebene und hier sollten wir in den Aufzug steigen, also machen wir das mal. Hey, was ist das? Würdest du bitte auf aufdrücken? Turks? Das muss seine Vater sein. Das muss ja richtig aufregend gewesen sein. Hat es dir Spaß gemacht? So viel also zu unserem kleinen Ausflug hier im Hauptquartier der Shinra. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, wenn es einfach so einfach gewesen wäre. Wir hätten aber auch ruhig die Treppe nutzen können. Ihr seid auch alle erwischt worden. Wo ist Aeris? An einem sicheren Ort. Sie ist die letzte Überlebende des alten Volkes. Weißt du nicht? Sie nannten sich die Zetra und lebten vor tausenden von Jahren. Jetzt sind sie nur noch eine vergessene Seite im Buch der Geschichte. Zetra. Das Mädchen, ist sie eine Überlebende der Zetra? Zetra oder das alte Volk zeigen uns den Weg zum verheißenen Land. Ich verspreche mir viel von ihr. Das verheißene Land, ist das nicht nur eine Legende? Trotzdem ist es viel zu interessant, es nicht weiter zu verfolgen. Man sagt, das verheißene Land sei sehr fruchtbar. Wenn das Land fruchtbar ist, dann muss es auch Marco geben. Genau, deshalb brauchen wir unseren geldschluckenden Marco-Reaktor. Die Marco-Energie kommt einfach von selber raus. Dort wird unser neuer Midgar gebaut, Shinras neuer Ruhm. Hör auf zu träumen. Na wirklich, weißt du nicht. Heutzutage braucht man nur zur Verwirklichung seiner Träume nur Geld und Macht. So, das wäre alles für unsere Besprechung. Tolle Besprechung. Mhm. Los, raus hier! Moment, ich hab dir noch viel zu sagen. Wenn du noch was brauchst, sprich mit meiner Sekretärin. Ja. Guck dabei zu uns und sagt, sprich mit meiner Sekretärin. Immer sehr unterhaltsam, doch ja. Hm. Psst. Können wir aussteigen? Überlass es mir. Kein Problem. Cloud, du bist so mutig. Ja, ja. Wie es Full Aeris geht? Cloud, bist du da? Aeris, bist du in Sicherheit? Ja, ich bin okay. Ich wusste, dass Cloud zu meiner Rettung kommen würde. Hey, ich bin dein Bodyguard, okay? Die Abmachung war eine Verabredung, ja? Oh, ich verstehe schon. Tifa? Tifa, du bist auch da. Entschuldigung. Weißt du, Aeris, ich habe eine Frage.
Was? Gibt es das verheißene Land wirklich? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, die Setra wurden aus dem Planeten geboren, sprechen mit dem Planeten und öffnen den Planeten. Und dann... Die Setra werden ins verheißene Land zurückkehren. Ein Land, das höchste Glückseligkeit verspricht. Was heißt das? Mehr als Worte. Ich weiß nicht. Sprechen mit dem Planeten? Was genau sagt denn der Planet? Er ist voller Menschen und es ist laut. Deshalb kann ich nicht verstehen, was sie sagen. Hörst du es jetzt auch? Ich hab's nur an der Kirche in den Slums gehört. Mutter sagte, Midgar sei nicht mehr sicher. Ich meine, meine richtige Mutter. Eines Tages gehe ich aus Midgar weg, sprich mit dem Planeten und suche mein verheißenes Land. Das hat Mama gesagt. Ich dachte, wenn ich aufwachse, würde ich ihre Stimme nicht mehr hören, aber... Wie es für Red geht? Nein, wir könnten jetzt mit den beiden hier noch reden. Mache ich jetzt auch einfach mal. Opa. Opa? Opa, hm? Was ist denn so witzig? Nix. Ah ja. Also ihr seht schon, die Gespräche sind halt überflüssig. Hey! Aeris ist vom alten Volk und der wirkliche Name des alten Volkes ist Setra. Die vom alten Volk wissen, wo das verheißene Land ist und die Shinra suchen das verheißene Land. Ich kenne das verheißene Land nur aus Geschichten. Ich weiß nicht, ob es wirklich existiert. Stimmt das? Die Shinra glauben, dass das verheißene Land voller Mako-Energie ist. Das heißt, sobald die Shinra dort ankommen, saugen sie die ganze Mako-Energie auf. Und das Land wird verkümmern, der Planet wird schwächer. Ich kann sie nicht einfach machen lassen. Ich rekrutiere neue Mitglieder. Ich, Tifa, Cloud und Aeris auch. Wie wär's mit dir? Du bist so verdammt langweilig. Naja, jetzt haben wir nur noch die Option, uns ein bisschen hinzulegen. Also machen wir uns das doch auch einfach mal. Wir hatten ja jetzt noch so eine riesengroße Wahl, nicht wahr? Die Tür ist auf. Die Tür ist offen. Wann ist sie aufgegangen? Was ist passiert? Ich sollte erstmal die Leute aufwecken, denke ich mal. Tifa, wach auf! Was ist los? Irgendwas ist los. Schau raus. Na, okay. Dann nochmal hier hin. Was wohl passiert ist? Er müsste den Schlüssel bei sich haben. Ja, denk erstmal daran jetzt, natürlich. Komm tiefer, bring Aeris. Ich helfe Barrett und den anderen. Klingt halt so, als wären es noch irgendwie 50, 80 Leute hier. Barrett, Red, kommt mit mir. Wie seid ihr reingekommen? Warum ist die Tür offen? Ach, das übliche Zeugs, tote Wache, ne? Das ist ein bisschen unheimlich. Ein bisschen, okay. Was zum Teufel ist los? Das kann kein Mensch gemacht haben. Ich gehe weiter. Ich räume hier auf, dann könnt ihr schon mal weitergehen. Und lasst euch nicht von den Shinra fangen.
Ja, dann kommt. Komm, gehen wir mit Red. Ja. Der tot. Der tot. Der ist so ziemlich tot. Ist das entkommen? Genova? Genova-Subjekt. Sieht aus, als wäre es zum obersten Stock mit dem Aufzug für Subjekte. Das klingt schon mal nicht gut. Na, erst einmal speichern hier. Doch, ja. Speichern muss sein. Und ich denke, ich werde hier einen Cut machen, denn es ist gerade so eine schön arschige Stelle für die Leute, die nicht wissen, was los ist. Ich würde sagen, bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute!